ja, irgendwie alles doof. Ja, alle neuen Ideen, gerade eben mit, sage ich mal, irgendwie abhandengekommen. Idee war gewesen, die Sicht aufs Leben eines Haustieres. Aber erstmal aufs Klo. Ich muss pissen wie ein Pferd. Leider. Da ist ja noch was von. Hatte die Idee schon anders. Ja, gut. Ja, gut. Nächste Idee war halt irgendwie ein bisschen was effekttechnisch auf die Beine stellen. So mit einer Geschichte im Hintergrund. Vielleicht dem einen oder anderen Charakter, der damit, sag mal, gespielt wird. Ja. Ja, willst du einen Kampf? Willst du einen Kampf, hä? Denkst du, was eine Chance gegen mich? Weißt du was? Hier, nimm das Schwert! Nimm das Schwert! Ich mach dich auch so platt! Los, komm her! Komm her! Aber nichts machen. Ja, gut. Was bleibt noch übrig? Wir könnten Sachen auspacken. Gut. Zum Sachen auspacken. Muss man welche haben. Die sehen schlecht aus im Moment. Aber es gibt Leute, wie ihr seht, die können es wesentlich besser. Ja, was dann so eine Alternative gewesen wäre, wenn die Idee nicht auch schon vorhanden wäre, ist halt, wie ihr seht, verschiedene Charaktere selber zu spielen. Nur im Endeffekt wird das auch nichts anderes als eine schlechte Kopie. Musst du nicht mehr brauchen. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, wir könnten was über Tiere machen. Wird auch nur eine Kopie. Mein Kater liegt den ganzen Tag pennend auf dem Sofa. Wird jetzt nicht so spannend. Ja gut, ich bin, ich sage jetzt einfach mal, passionierter Raucher. Ich könnte Sachen übers Dampfen machen. Ja, das könnte ich. Aber da wird jetzt der Platz hier nicht ausreichen. Die ganzen, die da irgendwas übers Dampfen machen, da irgendwie mal zu zeigen. Gibt es aber eine Alternativlösung. Ich sag mal, das Einfachste ist, ihr schaut einfach mal YouTube rum und so weiter. Da gibt es genug, die das tun. Ich habe dafür einfach zu wenig Hardware. Ich kaufe mir auch keine, weil ich habe meine Sachen, die ich brauche, mit denen ich klarkomme, habe ich gefunden. Somit brauche ich da also auch nichts mehr machen. Ja, also die Idee ist auch gestorben. Ja, was haben wir noch? Wir könnten Musikvideos machen. Ja gut, Musikvideos in dem Sinne mache ich ja prinzipiell schon. Ich mache meine Musik selber. Ich nutze dazu halt auch nur ein Programm. Schaut einfach rein. Wenn es gefällt, vielleicht einfach mal einen Kommentar da lassen. Ich meine, ich bin auch über so ein Abo, bin ich nicht unbedingt böse. Wobei die Abos eigentlich ja nicht so viel aussagen. Die Views der Videos sind eigentlich wesentlich interessanter als die Abonnenten. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass Abonnenten uninteressant sind. Nein, nein, um Gottes Willen. Da wird man schnell falsch verstanden. Gut, aber ja, wie gesagt, das Ding, Videos machen mit passender Musik dazu. Ja gut, haben wir mit mäßigem Erfolg. Bin da halt kein Crack. Kann halt nur immer das machen, was so gerade möglich ist. Ja. Ciao.
Schaut vielleicht mal rein. Lasst einen Kommentar da. Sagt, wie es euch gefällt. Daumen rauf, Daumen runter. Gibt es den nicht mehr bei mir? Müsst ihr schon mal einen Kommentar da lassen. Ich sage nur, steht zu euren Kommentaren. Oder macht einfach ein Video. Ja, vielleicht werde ich noch mal so das eine oder andere Arbeitsvideo, sage ich jetzt einfach mal, machen. Dass ich einfach die Kamera mitnehme auf den LKW und dann dementsprechend auf dem LKW filme, so ein bisschen durch die Weltgeschichte gondel. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so in erster Linie das Interessante, gebe ich ja zu. Vielleicht gibt es da noch Effekte, Möglichkeiten, die man da in irgendeiner Weise reinbringen kann, damit das Ganze dann vielleicht doch ein bisschen interessanter wird. Und ja, muss ich mal schauen, was sich da noch machen lässt. In der Winterpause jetzt, wenn wir in die Winterpause gehen, wo ich ja mal ein bisschen stark drauf hoffe, wenn ich ganz ehrlich sein soll, das ist ja aber lang genug, da wird es wahrscheinlich das ein oder andere doch noch geben. Und zwar, wenn ich anfange im Winter wieder hier in der Wohnung die Wandbilder zu malen. Gut, für den einen oder anderen ist es jetzt nichts. Aber für die kreativen Köpfe unter euch, vielleicht ist was dabei. Vielleicht habt ihr da auch noch die eine oder andere Anregung, was man so machen kann, was man besser machen kann, was man sich vielleicht einfacher machen kann oder wo man eventuell vielleicht irgendwas beschleunigen kann. Weil so ein Wandbild malen dauert eine ganze Weile. Ich werde es jetzt zum ersten Mal versuchen, mit der Airbrush-Pistole zu machen. Ich werde mir auch genug weiße Farben noch mal angesehen vorher. Für den Fall, dass es in die Hose geht und dass man das immer schön wieder brav überpinseln kann. Ja, und da wird es wohl das eine oder andere noch geben. Ich packe euch hier mal so ein paar Bilder rein. Ich hoffe, das funktioniert dann auch, dass die so nacheinander laufen irgendwie. Ansonsten kommen sie im Prinzip immer so hier jetzt so dran. Von Sachen, die ich damals schon mal gemacht habe, wo ich aber halt mit dem Pinsel gearbeitet habe. Halt, ich sag mal, vorskizziert und dann halt eben mit dem Pinsel Konturen und so weiter ausgemalt und bemalt haben. Vielleicht ist auch das ein oder andere dabei. Schaut einfach rein. Ja, ansonsten nach wie vor ist immer noch aktuell. Ich möchte was Ähnliches machen wie eine unendliche Geschichte. Das heißt, ein Anfang ist gemacht. Ja. Und es fehlt nach wie vor ein Schluss, beziehungsweise ein offenes Ende. Sag jetzt mal Google, ne? Offenes Ende. Und da bräuchte ich Videoantworten, die diese Geschichte weiterführen. Sie muss nicht weitergeführt werden, wie sie bis jetzt angefangen ist. Sie kann auch in eine vollkommen andere Richtung gehen. Sie hatten beide Schilder dabei. Delia, lasst euch einfach ein Schild auf dem Stand. Selbstbestimmung ist uns wichtig. Und David hatte ein Schild auf dem Stand. Ich bin so wütend, ich habe sogar ein Schild dabei. Als die beiden durch die Straßen laufen, zusammen mit den anderen Dampfern, sagt Delia: Mensch, warte mal, hier liegt eine Ego. Sie greift auf den Boden und holt eine ziemlich alt aussehende Ego-T vom Boden. David schaut sie an und meint: die ist aber ganz schön alt. Zeig mal her.
Delia gibt ihm die Ego und David fängt an, den Dreck ein wenig abzupolieren. Und in dem Moment, wo David da poliert und poliert, da erscheint Dampf aus der Ego, aber sehr viel Dampf. Und er verteilt sich und wird zu einem großen Nebel. Und in diesem Nebel erscheint ein Djinn. Und der sagt, David und Delia, ich will euch in die Dampfzone mitnehmen und euch zeigen, wie es dort aussieht. Bevor die beiden sich versahen, nahm der Djinn sie mit in den Dampf und der Dampf zog sich zurück in die Ego. Und was Delia und David dort erlebten, das hört ihr wohl im zweiten Teil. David und Delia gingen Hand in Hand. Ein kleines Stück, als Delia sagte, David, hier ist es aber ganz schön warm und auch ganz schön eng. Nachdem sie dann den Tank und auch noch den Verdampfer passiert hatten, gingen sie weiter. Sie kamen an ein helles Licht. Was nach dem Licht kam, das hört ihr im dritten Teil.